In diesem Video möchte ich euch eine recht skurrile Geschichte zu einer von der Community erstellten Puppe, die ganze Sims-Spielstände zerstören und sich wie ein Virus an andere Mods, Haushalte und Spielstände heften konnte, erzählen. Bevor ihr jetzt schon vor dem Beginn des Videos zu eurem Computer rennt und euren Mods-Ordner entleert, keine Sorge, der Custom-Content, um den es hier geht, wurde für The Sims 3 erstellt und hat nichts mit The Sims 4 zu tun. Aber ganz von Anfang an. Im Jahr 2010 wurde von einer Simmerin namens Rebecca eine Puppe mit dem Namen Girl Doll Dressed auf Mod The Sims hochgeladen. Sie hat schon davor recht viele Modifikationen zu The Sims 2 erstellt und hatte bereits Erfahrung mit der Erstellung von Inhalten mit eigenen Animationen. Die Puppe gab es ebenfalls von ihr schon für The Sims 2, wo sie nie Probleme verursacht hatte. Relativ schnell nach der Veröffentlichung der Modifikation fiel vielen Spielern aber auf, dass die Puppe gravierende Fehler im Spiel auslöste. Wenn man die Puppe im Spiel hatte, konnte es passieren, dass sich die Ladezeiten deutlich verlängerten, das Spiel abstürzte oder teilweise sogar Spielstände und Haushalte unspielbar gemacht wurden. Aber nicht nur das war das Hauptproblem. Nach einigen Tagen verselbstständigte sich die Puppe und tauchte bei Spielern auf, die die Puppe niemals heruntergeladen haben. Viele von ihnen spielten nicht mal mit Mods. Rebecca hatte wahrscheinlich völlig unbeabsichtigt ein Virus für die Sims in Form einer unschuldigen Puppe veröffentlicht. Der Virus funktioniert so: Wenn man sich die Puppe heruntergeladen hat, wurde im Spiel an alle Haushalte, Mods und Spielstände die unsichtbare Datei der Puppe geheftet. Wenn jetzt jemand im Spiel über den Exchange, quasi der Vorgänger der Galerie aus The Sims 4, beispielsweise ein Haus hochladen wollte und sich eine andere Person dieses Haus heruntergeladen hat, installierte sich die korrupte Puppe ebenfalls im Spiel der anderen Person. Der Virus wurde von so vielen Spielern unbeabsichtigt weitergetragen, dass selbst die Entwickler von diesem mitbekommen haben und schnellstmöglich eine Korrektur veröffentlichten. Eigentlich war es recht einfach, die kaputte Datei aus dem Spieleordner zu entfernen, allerdings wussten nicht alle Spieler von dieser mysteriösen Puppe Bescheid. Bis heute war das der einzige echte Virus bei den Sims. Besonders komisch ist für mich, dass gerade eine recht gruselig aussehende Puppe plötzlich Opfer eines solchen Virus geworden ist. Kanntet ihr diese Story schon und habt ihr euch vor 10 Jahren vielleicht sogar selber mit dieser gruseligen Puppe infiziert? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.